RAS 4 des Hangardeck. Clanky hielt Ethan fest an ihrem Oberarm gepackt, bis sie die Wucht der Verlangsamung spürte und den dumpfen Stoß, der durch die Sohlen ihrer Stiefel ging, als das Kanonenboot dem Hangar der Vierdes andockte. Als sie an den Rand des Truppenladeraums schwankte, irgendwie stärker gehemmt, einen Meter hinunterzuspringen als 10, wartete Gat bereits mit gewollt ausdruckslosem Gesicht. General Turmokan hat eine Vorliebe dafür, Droiden in Schrapnells zu verwandeln, sagte Clanky anerkennend. Sie sind der sofortige Droidentod, nicht wahr, Ma'am? Er hatte seinen Helm abgenommen und senkte seine Stimme, als er sich dicht an Gats Kopf beugte, aber sie hörte ihn trotzdem. Sie hörte die Worte harte Zeit. Wir sehen besser zu, dass wir sie sauber kriegen, sagte Gat. Ich fürchte, es folgt die sprichwörtliche Unterredung ohne Kaff, wenn wir zurück beim Flottenkommando sind. Commander Cree humpelte zusammen mit General Vaskar an ihnen vorbei, beide rußverschmiert und erschöpft. Oh, das glaube ich nicht, sagte Vaskar. Gut gemacht. Danke, Fearless. Lassen Sie mich bitte erstmal die Beine vertreten, um wieder klar zu werden, Commander. Ethan sah sich auf dem Hangardeck um, das jetzt überfüllt war mit Kanonenbooten, aus denen Soldaten strömten. Sanitätsmannschaften rückten an. Der Geruch von verbranntem Lack und Schmieröl brachte sie durcheinander. Möchte mir jemand die Zahlen nennen? Gat blickte auf die Kontrolltafel an seinem linken Unterarm. Im Proko-Kompanie 4 getötet, 15 verwundet. Insgesamt zurück 140 von 144. Sarlacc-Bataillone A und B 1058 abgezogen, 94 getötet, 215 Verletzte, keine Vermissten. 20 Torrents eingesetzt, alle zurückgekehrt. Das bedeutet 7,5% Verluste und die meisten davon während dem Dinlo-Einsatz selbst. Das nenne ich ein Ergebnis, General. Für Ethan hörte es sich nach einer Menge Tote an. Und so war es auch. Aber die meisten hatten es geschafft und damit musste sie zufrieden sein. Also dann zurück nach Triple Zero. Ursprünglich hatte sie immer 000 gesagt, wie im Straßenjargon. Aber die Trooper hatten sie unterrichtet, das wäre zu verwirrend. Und dass über das Comlink nicht klar herauskäme, ob sie Coruscant meinte oder einfach nur die militärische Standardwiederholung wichtiger Daten. Sie sagte sich, dass ihr Triple Zero sowieso besser gefiel. Außerdem gab es ihr das Gefühl, sie würde an ihrer Kultur teilhaben. Und besser jetzt als später. Sehr gut, General, sagte Gat. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie sich frisch machen wollen und ich rufe einen Steward. Ethan wollte nicht allein in ihrer Kabine sitzen. Nicht jetzt. Dort hing ein Spiegel an der Spundwand über dem kleinen Waschbänken. Und die Vorstellung, sich jetzt selbst in die Augen zu sehen, gefiel ihr gar nicht. Also wanderte sie in dem überfüllten Hangar umher. Die Bacta-Tanks würden auf der Heimreise alle belegt sein. Und die Klontrooper der 41. Elite, die alle einen Platz suchten, um ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, schienen ein anderer Schlag zu sein als die knabenhaften jungen Männer, die man ihr auf Killura zugeteilt hatte, wo Ethan von der verhassten Befehlsgewalt über die 4 Jungs überrannt worden war. Männer veränderten sich im Lauf eines Jahres und diese Soldaten um sie herum waren Männer. Welch naive, lautere Entschlossenheit, dieses Corté, dieser Ruhm sie auch angetrieben haben mochte, als sie Camino das letzte Mal verlassen hatten. Jetzt war sie von bitterer Erfahrung übertüncht. Sie hatten gesehen und sie hatten gelebt. Sie hatten Brüder verloren und sie hatten miteinander geredet und Erfahrungen ausgetauscht. Das hatte sie verändert. Sie scherzten und schwatzten, sie entwickelten kleine Subkulturen und sie trauerten. Aber niemals würden sie ein Leben jenseits der Schlacht führen. Und das kam ihr falsch vor. Ethan konnte es fühlen und schmecken, als sie über das Hangardeck wanderte und nach weiteren Troopern suchte, denen sie vielleicht helfen konnte. Das Gefühl von Kind, das sie so verwirrt hatte, als die Dame das erste Mal auf Killura getroffen hatte, nahm sie nirgends wahr. Nur zwei Formen des Seins, die Macht in diesem weiten Hangar färbte. Resignation und ein überwältigendes, simulantes Gefühl aus Selbst und Gemeinschaft. Ethan fühlte sich bedeutungslos. Die Klone brauchten sie nicht. Sie waren zufrieden mit ihren eigenen Fähigkeiten und sehr konzentriert auf ihre Identität, welche sie auch immer entwickelt haben mochten, entgegen dem Glauben der Kaminoaner, dass sie durchschaubare und genormte Einheiten wären. Und sie waren unwiderruflich miteinander verbunden. Sie konnte die gedämpften Unterhaltungen hören. Hin und wieder fiel ein Wort in Mandua, das zwar nur wenige der gewöhnlichen Trooper jemals gelernt hatten, aber das dennoch irgendwie durch ihre Reihen ging, aufgrund von Quellen wie Skirata und V. Sie hielten sich daran fest und nach allem, was sie über Mandalorianer wusste, steckte ein Sinn dahinter. Es war der einzige Beweggrund, der überhaupt einen Sinn ergeben konnte, wenn man für eine Sache kämpfte, an der man absolut keinen Anteil hatte. Es war der Selbstrespekt eines Söldners, verinnerlicht und unerschütterlich, basierend auf Können und Kameradschaft.
Aber Söldner wurden bezahlt und gingen irgendwann vielleicht wieder nach Hause, wo auch immer das sein mochte. Einer der Soldaten wartete geduldig auf den Arzt. Er hatte ein Triage-Zeichen auf seinem Schulterpanzer. Die Nummer 5, gehfähiger Verwundeter. Ein dunkelrot verschmierter Streifen Blut aus einer Schrapnellwunde an seinem Kopf zog sich über seine Rüstung. Er hielt seinen Helm im Schoß und versuchte, ihn mit einem Stofffetzen zu säubern. Ethan hockte sich neben ihn und klopfte ihn auf den Arm. »General«, sagte er. Sie hatte dermaßen verlernt, ihren Äußeres wahrzunehmen, dass sie ein paar Sekunden brauchte, um Damens Gesicht in seinem zu erkennen. Natürlich sahen sie identisch aus, bis auf die 1001 kleine Winzigkeit, die sie so vollkommen unterschiedlich voneinander machte. »Geht es Ihnen gut?« »Ja, Ma'am.« »Wie lautet Ihr Name? Und ich meine, nicht Ihre Nummer, okay?« »Nein.« »Gut, nein. Nehmen Sie das hier.« Sie reichte ihm ihre Wasserflasche. Außer zwei Lichtschwertern, ihrem eigenen und dem ihres toten Meisters, ihrem Erschütterungsgewehr und ihrem Comlink, war es der einzige Gegenstand, den sie bei sich trug. »Ich habe sonst nichts, das ich Ihnen geben könnte. Ich kann Sie nicht bezahlen. Ich kann Sie nicht befördern. Ich kann Ihnen keinen Urlaub geben. Und ich kann Sie nicht einmal für Tapferkeit auszeichnen. Es tut mir wirklich leid, dass es so ist. Und es tut mir leid, dass ihr auf diese Weise benutzt werdet. Und ich wünschte, ich könnte dem ein Ende setzen und eure Leben zum Besseren ändern. Aber ich kann es nicht. Alles, was ich tun kann, ist, um Vergebung zu bitten.« Nye schien fassungslos. Er sah auf die Flasche und nahm dann einen großen Schluck daraus. Sein Gesicht strahlte plötzlich selige Erleichterung aus. »Das ist in Ordnung, General. Danke.« Es wurde ihr schlagartig bewusst, dass der Hangar völlig still geworden war, was angesichts des riesigen Raumes und der unzähligen Männer darin schwer vorzustellen war und dass ihr jeder zuhörte. Das unerwartete Publikum ließ ihr Gesicht glühen und dann ging eine Welle des Applaus durch die Reihen. Sie war sich nicht sicher, ob er Zustimmung bedeutete oder ob sie damit einfach nur einen Soldaten unterstützten, der, wie Ethan jetzt, da ihr Verstand wieder peinlich klar war, erkannte, aussah wie ein lebender Albtraum und Probleme hatte, mit den Folgen der Schlacht klarzukommen. Kaffee und frische Kleidung, General, sagte Get, der wie aus dem Nichts über ihr stand. Sie werden sich sehr viel besser fühlen, wenn Sie erst einmal ein paar Stunden geschlafen haben. Get war ein liebenswürdiger Commander und ein absolut kompetenter Flottenoffizier. Er leitete das Schiff. Im Grunde war er der kommandierende Offizier und nicht sie. Und wäre er in eine Familie auf Coruscant oder Corellia oder Alderaan geboren worden, hätte er eine schillernde Karriere hingelegt. Aber er war in einem Tank auf Kamino ausgebrütet worden und aus diesem Grunde würde sein künstlich verkürztes Leben gänzlich anders sein. Wenn sie erst einmal zurück wäre, würde sie Kals Kirate aufsuchen und ihn bitten, ihr dabei zu helfen, all das zu verstehen. Sie würde die Omega Squad finden und ihnen persönlich sagen, wie viel sie ihr bedeuteten, bevor es zu spät war. Besonders Damen wollte sie es sagen. Sie hatte niemals aufgehört, an ihn zu denken. »Sie haben wirklich gemeint, was Sie gesagt haben, General«, sagte Get, als er sie zu ihrer Kabine führte. »Oh ja, das habe ich.« »Das freut mich. Ganz egal, wie machtlos Sie sich fühlen, Solidarität bedeutet uns sehr viel.« Auf einmal wünschte sie sich zu sehen, wie Get heimging in ein Zuhause mit Familie und Freunden und fragte sich, ob sie es sich seinetwegen oder sich selbst zuliebe wünschte. »Ich wurde einmal gelehrt, wie man mit verbundenen Augen sieht«, sagte sie. »Es war eine bedeutend wichtigere Aufgabe, als ich es mir jemals hätte träumen lassen. Zu jener Zeit glaubte ich, es ginge nur darum, mir beizubringen, lediglich mit Hilfe der Macht mit dem Lichtschwert umzugehen. Jetzt weiß ich, welchen Zweck die Macht hat. Ich kann hinter Gesichter sehen.« »Aber Sie werden nichts ändern, indem Sie sich Vorwürfe machen.« »Nein, da haben Sie recht. Aber ich werde auch nichts ändern, indem ich vorgebe, keine Verantwortung zu haben.« An diesem Punkt wusste sie sicher wie nur irgendwas, dass die Macht sie aus einer Existenz herausgehoben und geläutert und auf einen neuen Weg gesetzt hatte. Sie konnte Dinge verändern. Sie würde sie nicht sofort ändern und sie konnte sie nicht für die Männer hier ändern. Aber irgendwie würde sie die Zukunft für Männer, wie sie es waren, ändern. »Wenn es Ihnen ein Trost ist, General, ich wüsste nicht, was wir tun sollten, wenn wir das hier nicht tun würden«, sagte Get, »und man bekommt wirklich einen Haufen guter Witze zu hören.« Er fuhr kurz mit seinen Fingern an seine Braue, dann ließ er sie in ihrer Kabine allein. Selbst umgeben von Schmerz und Tod fanden sie noch Dinge, über die sie lachen konnten. Get verfügte über diesen subtilen, einfallsreichen und respektlosen Humor, der unter Männern in Uniform weit verbreitet war. Wenn man keinen Spaß verstand, sollte man wohl besser nicht in die Armee eintreten.
Sie hatte mehr als einmal gehört, wie Omega diesen Satz von Skirata zitiert hatte. Man musste in der Lage sein zu lachen, sonst würden einen die Tränen überkommen. Ethan starrte auf das Blut an ihrer Robe und der Schrecken der Erinnerung lähmte sie noch immer derart, dass sie es nicht über sich brachte, die Erfahrungen durch Auswaschen ihrer Kleidung vorzuspülen. Sie stopfte die Robe unter die Matratze ihres Bettes, schloss die Augen und bekam nicht einmal mehr mit, wie sie sich hinlegte. Sie schreckte aus dem Schlaf hoch. Sie erwachte und dann änderte das Schiff seinen Kurs und beschleunigte. Sie fühlte es, aber das hatte sie nicht geweckt, sondern eine Unruhe in der Macht. Damen. Sie konnte eine leichte Vibration spüren, die ihr verriet, dass die Antriebe der Fearless auf Hochtouren arbeiteten. Sie setzte sich auf, schwang ihre Beine über den Bettrand und rieb sich seinen schmerzhaften Krampf aus der Wade. An einem Haken hinter der Tür zu ihrer Kabine hing eine saubere Robe. Sie hatte keine Ahnung, wo die Besatzung sie hatte, aber sie stand auf, wusch ihr Gesicht am Waschbecken und schaute endlich in den kleinen Spiegel, in dem sie das zerkratzte, aschfahle und rasch alternde Gesicht einer Fremden erblickte. Aber wenigstens konnte sie sich jetzt wieder in die Augen sehen. Sie zog die frische Robe an und steckte sowohl ihr eigenes als auch Meister Foyers Lichtschwert ein, das sie immer bei sich trug, aus reiner Sentimentalität und aus pragmatischer Vorsicht, als sie draußen auf dem Gang dumpfe Stiefelschritte hörte. Jemand klopfte an die Tür und sie öffnete sie mit Hilfe der Macht. Es war beruhigend zu wissen, dass sie dazu nicht so ausgelaugt war. General, sagte Gett. Er reichte ihr einen Becher Kaff und schien erstaunlich entspannt für einen Mann, dessen Schiff eindeutig von neuer Dringlichkeit angetrieben wurde. Es tut mir leid, Sie so rasch wieder zu stören. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Commander. Sie nahm den Kaff und sah, wie ihre Hände zitterten. Ich habe etwas gespürt. Was stimmt nicht? Ich habe mir eine Freiheit genommen, General. Ich hoffe, Sie damit nicht zu beleidigen, aber ich habe Ihre Befehle aufgehoben. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass ihr das jemals etwas ausmachen könnte. Sie hat es Damen sogar einmal befohlen, falls er jemals den Eindruck haben sollte, dass sie missbaute. Die Klone kannten ihr Geschäft besser, als sie es jemals kennen würde. Gett, Sie wissen, dass ich Ihnen blind vertraue. Er hatte ein entwaffnendes Grinsen, dem von Fei nicht unähnlich, aber ohne die krampfhafte Bemühung, alle Anwesenden aufzuheitern. Ich habe das Schiff auf neuen Kurs in den Tünnersektor umgelenkt. Wir haben einen Rot-Null-Empfang und ich dachte, Sie würden wahrscheinlich darauf reagieren wollen. Ein oder zwei zusätzliche Tage werden bei der jetzigen Überlebensrate der Verletzten keinen Unterschied machen. Rot-Null. Eine Notfallorder, die allen Schiffen befahl, auf irgendein Unglück zu reagieren. Ein wirklich ernstes Unglück. Selbst der Abzug der 41. war kein Rot-Null gewesen. Auch ich würde einem Rot-Null immer oberste Priorität einräumen. Gute Entscheidung, Gett. Ich dachte mir, dass Sie das so sehen würden. Er sah zu, wie sie den Becher leerte und streckte die Hand aus, um ihn ihr abzunehmen. Besonders, weil dieser von der Omega-Squad stammt. Sie sitzen tief im Schlick, General. Damen, dachte sie, die Macht sorgte doch immer dafür, dass sie die wichtigsten Nachrichten erhielt. Da...